Tag, Leute, und da sind wir zum nächsten Spieltag. Mal sehen, ob wir uns den 5. Sieg in Folge holen werden oder können. Wäre schön, weil mit Tim Wirt, da haben wir einen super Stürmer, unser Kapitän, wie ich gerade sehe, wenn der Julian Eggers nicht da ist. Kann man mal so machen. Der ja verletzt ist für 2 Wochen. Mal sehen, wie es jetzt hier so läuft bei uns. Mal, 4 Wochen läuft jetzt gut, seit 4 Spielen ungeschlagen, 4 Siege in Folge. Da könnte man sich schön hoffen, dass man auch den 5. Sieg in Folge schaffen würde und dass wir dann mit 22 Punkten ja wirklich aus dem Abstiegskampf rauskommen. Wir haben jetzt auch mal eine Möglichkeit, eine Ecke. Aber Stefan Wolf köpft den Ball gleich wieder aus der Gefahrenzone. Stefan Wolk, okay, das ist ein Name. Aber jetzt der Konter. Aber zu umständlich, letztlich schießt Gürke weit am Kasten vorbei. Das sieht man, wenn man nur 3 Tore schießt, dann ist man ja nicht so stark. Wir haben jetzt mal wieder eine Möglichkeit. Die zweite Wolk, richtig gefährliche, flache Eingabe von Tim Werkner. Postwenden wieder aus dem Strafraum. Okay, war nichts Hochgradiges, ne? Kann man so. So, da bin ich wieder. Bin mir gerade unterbrochen worden. So, da sehen wir mal in der 29. einen Freistoß von rechts. Von halb rechts bringt Nui einen Freistoß ins Zentrum. Christian köpft. Gawanski. Gawronski an, der das Leder ins eigene Tor abfälscht. Wir führen 1-0. Wie scheint, oder doch nicht? Eigentor durch Gawronski. Ja, so schnell kann es gehen. Ist doch schön. Dass aber auch die Unterbrechungen kommen, immer wenn ein Tor fällt. Das ist mir schon aufgefallen. Jo, die beobachten mich hier. Die haben so eine geheime Kamera eingebaut. Nee, aber wir haben eine gelbe Karte. Tim Wertke. Dies muss nicht sein. Ja, ein sich harmloses Foul, aber der Schiedsrichter muss und für die Aktion vorher einfach mal die ein Zeichen setzen. Okay, aber dann geht Tim Wertke. Der Junge ist doch so ein charmes Ding. Das kann man doch nicht machen. Dafür ist die Abwehr gut, ne? Heller hat noch nichts zu tun. Also Eskansa kommt bis jetzt nicht nach vor vom Tor. Also haben wir noch gute Abwehrleistungen, würde ich mal so sagen. Erde marschieren. Gerdes. Ah, gutes Spiel war das jetzt nicht, ne? Also war mehr im freien Raum das Spiel. Als eine komplette Torgefahr auf beiden Seiten. Da könnten wir uns also mal die Statistiken angucken. Und die sind echt scheiße. Also da ist ja wirklich gar nichts los. Ein Schuss und ein Schuss ging und beide Schüsse gingen vorbei. Das geht natürlich besser. Und schnell ging die Sache ja auch schon. Wenn es so weitergeht, ja. Dann gewinnen wir das Ding locker 1-0 durch ein Eigentor. Vielleicht kommt noch mal Tim Werkner oder weiß ich gar nicht. Du kennst ja die Jungs. Philippsuch hat sich da vorne schon. Er hat eine schöne Steilvorlage von Nuri. Ah. Am Strafraum spielt er clever in die Abwehr auf freistehenden Tim Werkner, der aus 11 Meter trocken ins Tor einschießt. Ach, will, aber kläglich versieht. Okay. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Noch eine Flanke von Jonas Walter, verschätzt sich Rom Heller. Da läuft den Ball, hinter ihm steht aber Matthias Hummel, der auf eine Ecke klärt. Okay, der Tim Wirken, was soll er sein? Nervenstark, Torhüter von 71 und schafft es nicht, ein leeres Tor. Okay, aus 11 Metern, ja, das ist schon schwer, ne? Schwer ist das schon, ne? 11 Meter sind ja auch schon eine Entfernung. Und weil da. Ja, aber Gott, das verlassene Tor musste ja irgendwie, der Tor ist ja auch 7 Meter, weiß ich nicht, 36 breit. Da muss man das ja auch irgendwie schon machen.
Aber ist ja auch jetzt egal. Wir führen jetzt noch 1-0. Wäre schön, dass wir auch noch die ganze zweite Halbzeit so ist. Aber Lübeck SK Hansa ist jetzt im Spiel, wie ich merke. Ein Schuss von Patrick Gierke wird von Matthias Sommel zur Ecke abgeblockt. Jetzt habe ich Schiss. Jetzt kommen die echt in Fahrt. Jonas Walter haut die Ecke von der linken Seite einfach mal rein. Und die hat auch noch. Die hat noch und ist da. Er schaut lange nach der besten Anspielposition. Bringt den Kugel dann auch hoch hinein. Aber Höfner, Hofmann ist da, köpft die Ding aus der Gefahrenzone. Nuri lässt sich da leicht den Ball abnehmen. Salgemar. Ach man, Junge, ey. Das könnte doch besser. Aber jetzt sag mal, das geht nicht so. Dass ihr euch jetzt da an der Wand spielen lässt, ne? Okay, an der Wand spielen kann man das jetzt auch nicht nennen. Durch zwei Chancen in weniger Sekunden. Und jetzt dann die nächste. Sascha Steinfeld mit einer gelungenen Aktion gegen Nuri. Nuri baut deinen eigenen Angriff auf. Oh oh. Lübeck SK kommt jetzt nochmal. Gute Chance. Wird, die Teilung wird von der Abwehr von Umstrauf vom Stäbisch allein gelassen. Nach einer Flanke von Jonas. Nicht genug Druck bringen, sodass Raumheller mühelos hält. Boah, ey. Was ist da mit der Abwehr los? Sagst du mal, da harte Wörter und die sind hier komplett fertig. Marvin Merissi kommt. Mehr Essi. Okay. Oh ey, da muss ja irgendwann noch passieren. Dann gucken wir mal, können wir irgendwas auswechseln. Ich bringe heute den Milat. Ich probiere es einfach mal. Ist angeschlagen, kann ich jetzt natürlich extrem verletzen. Für Monate. Ich gehe aber das Risiko ein. Erdal, eine 3,5 ist wieder mal souverän. Mit einer 48 ist das wirklich okay. Den hat immer noch mein Vertrauen durch das Tor, was er geballert hatte, wo er gleich reinkam. Man kann sich auf Vertrauen verdienen. Das macht er gerade. So wie der Tim Werkner, deswegen wird er ja auch aufgestellt. Oh, ich glaube, ich bringe heute keinen mehr. Doch, ich bringe nochmal den Karabulut. Für Paul Kosenkov und das reicht für heute. Sagt man, heute wird keine drei Wechsel ausgeführt. Karabulut jetzt für Kosenkov. Auch wenn uns Kosenkov mehrmals den Arsch gerettet hatte. Heute wird es wohl nicht so sein. Simon kommt jetzt. Schon die 78. Minute kommt. Ey, irgendwie wie zeitrettende Ding. Aber vielleicht nochmal eine riesen Konterchance. Oh, Verletzung. Simon hat sich verletzt und kann nicht mehr weiterspielen. Wir haben drei Wechsel ausgeführt. Haben also jetzt einen Mann weniger. Taktik. Teamvergleich. Wo sind die jetzt offen? Die haben einen Stürmer rausgenommen. Okay, Tim Pascal Wulff hat da dran. Gerd ist da. So, die anderen lassen wir laufen. Haben natürlich jetzt den Stürmer da vorne rausgenommen. So gesagt. Und jetzt haben wir die nächste Möglichkeit. Eine gute Flanke von Milat. Philipp kommt zum Kopfball. Allerdings ist dieser kein Problem für Tobias Braun. Ach, der heißt Braun. Ich glaube, das ist die erste Aktion, wo der Torwart mal rangeht, ne? Kann es sein? Von Lüberger SK Hansa, aber ich wusste gar nicht, dass der Braun heißt. Kommt in der 83. Minute. Wir müssen das doch noch irgendwie in die Linie retten. 86. Oh, oh, Lübeck SK Hansa kommt jetzt. Eine Flanke von links. In der Mitte hat Probleme mal zu klären, aber die Bereinigungsstation schließlich eher Benjamin Thielak eingreifen kann. Puh, Alter, hinten dicht jetzt. Haltet die Murmel da raus. Klar, 4 Minuten Nachspielzeit. Ich weiß noch, letztens, wo wir 4-0, wo wir mal 4-0 vorn lagen oder 3-0 und dann gab es auch 4 Minuten Nachspielzeit und dann kam das Gegentor. Weiß nicht, oder geht VfB Lübeck? Nee, wir haben den 5. Sieg in Folge. Wir haben es geschafft. Boah, ey, das ist auch ein schönes Gefühl, ey. Die zweite Halbzeit hat auf jeden Fall den Hansa
den Lünenburger gehört. Auf jeden Fall der Sascha Steinfeld, der Ex-VfB Lübeck-Spieler, hat er ganz schön Druck gemacht von seiner Seite. Hatten vielleicht dann auch nochmal Glück, dass der Gegner einen Mann weniger hatte, weil sie nicht mehr auswechseln konnten. Aber die Abwehrleistung ist echt souverän gut. Von Tim Hofmann eine 1, Matthias Hummel eine 3, Wohlfahrt eine 2,5, Gerdes eine 3, Heller auch wieder eine gute Note, eine 3 ist okay. Ja, außer der Sturm hat ein bisschen enttäuscht, Tim Werkner nur eine 4, Philipp Lucha eine 3,5 ist gut für seine Stärke, ne? Hat jetzt eine 52 und hat einen Torrichter von 68 jetzt schon. Der Bruchstein wächst sich echt stark, den müssen wir auf jeden Fall halten. Hoffentlich verlängerst du den Vertrag, Kollege Pans. Ne? Das wäre mal schön. So, der nächste. Gucken wir mal hier, die Statistiken. Wir hatten mehr Ballbesitz, hatten mehr erfolgreiche Pässe, hatten 136 Zuschauer sind mitgereist. Ist auch immer schön, wenn Zuschauer mitreisen. Da guck mal, so ein ja, chancenarmes Spiel, wirklich. Es gab's drei Chancen für BV Kloppenburg und dann hat man noch ein Eigentor das Ding hier entschieden, ne? Also es war echt schlecht, ne, kann man so sagen. Gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Wolfsburg zerstört auch den SV Eichede mit 4-0. Die tun mir jetzt schon ein bisschen leid. SCWR gewinnt 3-0 gegen Meppen. Braunschweig gegen Viktoria Hamburg. Yo, der Julian Benn hat eine 4. Okay, ja, kann eigentlich jedes Spiel gut spielen, ne? Natürlich nur 1-1, schade. Braunschweig FT gegen Schwarz-Weiß-Reden verliert 1-0. Wer das zweite gewinnt gegen Wiedenbrück, die 3-1 in der Halbzeit in Führung lagen. Mal gucken, wie das hier passiert ist. Das interessiert mich jetzt. Gleich, also in der 61. das 2-3. Dann in der 76., 78. und in der 80. kommen schnell 3 Tore und das Spiel ist entschieden in 4 Minuten. Da tun mir die tun mir schon leid. Wiedenbrück, die sind ja wirklich letzter. St. Pauli jetzt auch 2-0 gegen VfB Oldenburg, die ihre Nicht-Niederlage seit 5 Spielen hatten oder so, ne? Müsste auch so ein Dreh hinhauen. Die hatten auch einen guten Run. ETSV Weiche gewinnt gegen Hamburg Zweite. Also Weiche gewinnt, dann verlieren sie wieder. Gewinnen, verlieren. So kann man sich auch die Punkte sammeln. Ob es dann genügend sind, das weiß ich nicht. Ne, liegt am Betrachter. 17 Spiele. 17 mal 3. Ja, da kommt man über 40, müsste das Ding eigentlich retten. So, dann gucken wir mal auch. Sportfreunde Lotte gewinnt gegen TSV Hase. Oh, das finden wir schon eine Überraschung. Damit ist Werl jetzt 2 Punkte vorne. Wir sind jetzt von der 10 auf der 9, haben jetzt 22 Punkte, sind an Hamburg dran, an Reden und könnten am nächsten Spieltag wieder auf Platz 7 landen. Nächster Spieltag ist gegen FD Braunschweig. Wir haben jetzt aber auch die Gegner, die leichten sind. Weil gegen FD Braunschweig, da müssen wir mit Julian Eggers, der Ex-Kollege, der Ex-Kapitän, da wäre schön, wenn wir da einen Sieg holen würden. Und dann gegen Braunschweig, ey. Die Rückrunde beginnt, oh, gegen TSV Hasel. Die waren ja stark. Als Zweiter. Gucken wir uns mal die Stimmen an. So, es gibt mehr Spieler im Kader als verkäufte Dauerkarten. Kaufte Dauerkarten, so Manager Thomas Wiebel, Lübecker SK Hansa. So, wir als Berliner LP, die Stimmung auf den Rängen kam mir vor wie Einweihung einer Kläranlage, okay, wenn man den Vergleich setzt, dann setzt man den Vergleich. Vergleich würde ich auch jeden Tag bringen. Kläranlage. Warum nicht, ne? Leandro, wo kommt der eigentlich her? Grimero. Ich wusste ja nicht, dass der da wirklich spielt. Dem Hofmann jetzt auch erst zum zweiten Mal in der Mannschaft der Woche.
Und Daniel Reck, der ja letztes Jahr so extrem stark war und der jetzt. Ja, gucken wir mal die Saisonleistung an. 2,77 ist auch wieder stark, ne? Kriegt er vielleicht seinen nächsten Stern? Dann würde ich mir den auch kaufen, probieren ihn zu verkaufen. Zu verkaufen, ich bescheuert. Guck mal, wie lange der Vertrag hat. Oh, bis 2017. So, ey, so eine Kacke. Und den hätten wir echt. Hätten wir echt aus Scheiße Gold machen können, ne? Aus, wie heißt das? Kacke im Bonbon zaubern. Ne, wo der die Sprüche holt, ne? Kacke aus. Ja, ja, das muss man auch auf dem Bau. Aus Scheiße in Bonbon zaubern. Ah, wir sehen jetzt auch Heller der Beste mit der Durchschnittsnote. Das ist auch schön. Ja, der Werken heute kein Tor geschossen. Ist egal, wir haben gewonnen. Wie hat er auch selber mal gesagt. Ihnen ist es ja egal. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt weiter gewinnen. Das wäre schön, ne? Wenn wir jetzt die komplette Siegesserie durch die ganze Saison ziehen würden. So, da sehen wir die Nachrichten. Der BV Kloppenburg will Milat halten. Die Verhandlungen haben begonnen. Milat hat nun ein offizielles erstes Angebot des BV Kloppenburg vorliegen. Dem jungen Nationalspieler wird eine große Karriere zugetraut. Weshalb man bei BV Kloppenburg natürlich bestrebt ist, ihn langfristig zu binden. Nach den Vorstellungen des Clubs soll der Vertrag von Milat um 2 Jahre zu deutlich verbesserten Konditionen verlängert werden. Milat spielt seit 2013 bei BV Kloppenburg, bestritt bislang 39 Ligaspiele für den BV Kloppenburg und erzielte dabei 7 Tore. Sein aktueller Vertrag läuft zu Saisonende aus. Okay, Alexander Meyer behält die Nerven mit seinem Doppelpack. Okay, nur 4 Tore. Das ist unlogisch. Das ist Meyer. Das ist Alex Meyer. Der Vorstand wird langsam zufriedener. Will ich auch hoffen, ne? Wir sind jetzt ja schon 9. Statusbericht. 9 Tage. Mannschaft der Woche und Oskantanbau Scouting. List. Gehen wir mal weiter gegen FT Braunschweig. Müssen wir gewinnen, ne? Sag ich auf jeden Fall. Müssen wir gewinnen. Mal will ich einen Sieg sehen. Oh, er unterschreibt gleich. Ist das schön? Hätte ich nicht gedacht, dass er das Ding sofort unterschreibt. Dann machen wir gleich den nächsten Vertrag. Ja, besser läuft es nicht, ne? Milat unterschreibt. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist so schnell eigentlich. Die anderen haben seit Tagen meckern die dann immer rum. Und er unterschreibt einfach. Ob er wirklich so ein Talent hat? Naja, werden wir ja sehen. Ob er sich wirklich durchsetzen kann, dann noch die Jahre. So, dann gucken wir mit, wen haben wir denn noch? Tim Hofmann. Ach, er will auch. So, du bist Stammspieler. Ja, kann man so sagen. Hinzufügen. Gehaltsstürzung raus. Beim Abstieg darfst du ablösefrei. 100 Auflaufprämie. Ja, das kannst du dir vergessen. Zu 0. Kriegst du vielleicht mal 250. Und beim Abstieg, beim Nicht-Abstieg kriegst du 150. Option 1, ja. Wie viel könnten wir dann runtergehen? Dann setzen wir auch mal so 40.000 an und gucken, was er sagt. Hat das Angebot vorliegend? Haben wir irgendeinen Zugang? Nein, haben wir nicht. So, gehen wir mal weiter in der Woche. So, Tim Hofmann soll gehalten werden. Soll ich jetzt alles immer durchlesen? Ich glaube hier nicht. Aber die Verhandlung beim hat begonnen. Die bemühen sich. So, Milat verlängert bei BV Kloppenburg. Manager Herr Berliner LP hat die Verhandlung mit Milat erfolgreich abgeschlossen. Der Spieler unterschreibt gestern nach nur kurzen Verhandlungen einen neuen 2-Jahres-Vertrag. Milat spielt seit 2013 bestimmt 40 Ligaspiele, erzählt ja, und das bekannte Interesse an den Spieler waren uns nicht bekannt. Okay, mal sehen, wie es hier weitergeht. Und der nächste Spieltag ist ja auch nicht mehr so weit. Jugendspieler kommt zu Ihnen. Dann hätten wir noch einen Jugendspieler. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Kommentare schreiben. Au! Manager Herbino konnte gestern die Vertragsverlängerung von dem verkündigen. Jo! Junge! Läuft bei uns! Was ist denn los mit denen?
Ja, okay, auf jeden Fall 55.000. Tim Hofmann unterschreibt neuen Vertrag. Mann, ey. Warum die auf einmal so vernünftig geworden sind. Mal sehen, was... Oh, wieder. Die Ästen sind aber hier gut bei uns. Ein Stürmer. Wenn ihr wollt, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wer den haben will. Oder ob ihr einen anderen haben wollt, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich mir mal wieder den Spielernamen aufschreiben, eintragen und... kommt mir auf das Wort. Ein Spielerbild hinzufügen. So, mal gucken, wenn wir jetzt Tim Pascal Wolf hat. Das wäre schön, ob er jetzt nochmal... Ja, er will. Hätten die Verhandlungen... Dann gehen wir mal hier wieder rein. Gehaltskürzung raus. Auflaufprämie wieder 100er. Nicht-Abstieg 150. So, eine Option und ein Abstieg. Ablösefrei. Hat bis jetzt ja alles funktioniert. Mal gucken. War ja auch so in den Dreh. Machen wir mal auch 40.000, dass alle so im gleichen Muster sind. So. Gehen wir mal weiter. Und gucken, was passiert. Vertragsverlängerung. Aha, soll verlängert werden. Hat auch schon 3 Tore geschossen. Der andere Hofmann schon 3 Tore, er schon 3 Tore. Die Verteidiger schießen hier alles oder was? Da Matteo Pavlovic. Der kommt ja aus Split. Ja, auch kein schlechtes Spiel gemacht hat bis jetzt, ne? Gegen uns. Spiel erreicht Trainingsziel. Okay. Okay, ja, wie immer, so. Wer sonst? Nuri kann ihm wieder mal helfen. Trainiert Ausdauer. Lass mal wieder Assistenten durchgehen. Genau wie hier. Unser Youngster gleich mal den Mentor zuweisen. Ja, des Wurps. Ja, den gibt's auch noch, ne? Könnte man so sagen. Tim Hofmann, du hast gut trainiert. Christian Westerfeld. Nee, das sage ich nicht. Haut er mir nur ins Gesicht und sagt, ich bin zu bekloppt. So, der Philipp. Ja, genau. Ich werde dir eine anbieten. Mal sehen, was er sagt. Hat im Moment keine Lust, unseren Vertrag zu sprechen. Ich bin zufrieden mit der aktuellen Situation. Eine Verlängerung nicht in Frage. Okay. Heller, du hast gut trainiert. Rede mal mit Malte. Warten Sie kurz, ich werde mich schnappen. Ja, kommt zurück. Kennen wir ja schon so. Matthias Hummel, ja auch eine super Saison bis jetzt gespielt. Können wir uns mal angucken. Saisonleistung. Ja, 3,41. Ist okay. Wir sehen ja hier nur von allen Spielen. Von 25, Malte. Im Moment sind alle deine Ziele weit weg. Das Spiel bleibt murrig dafür. Okay, ja, sind Palette. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Harald, Jan Meyer. Oh, Jan Meyer. Du hast gut trainiert. Erdal. Ja, den kann ich das ohne sagen. Tim Werkner. Herzlichen Glückwunsch zum Spieler des Monats. André Thom. Bernd Gerdes. Karabulut. Tim Pascal Wohlfahrt. Du hast gut trainiert. Natürlich. Team Hershey. Führungsspieler, okay. Guck mal, eine 57, da ist doch die alte Stärke mal wieder da. Dem Werkner natürlich nicht so. Milat. Ich habe immer noch Angst, dass er sich auf einmal extrem verletzt. Den können wir nicht ersetzen mit einer 59. Dann lassen wir es lieber mal so. Nuri wieder mal. Ja, mal gucken, wie es jetzt zum diesen Spieltag wird gegen FD Braunschweig. Müssten wir eigentlich gewinnen. Hoffe ich mal. So, Sonderbetreuung auf, denn der die meisten Tore vorbereitet hat. Stucki. 62. 6 Tore. Christian Ebling. Ein Tor. Okay, den können wir im freien Raum stehen lassen, ne? So kann man sagen. Flanken 65. Antritt.
Schlank nur eine 54. Okay, dann tippen wir es gerade Wohlfahrt. Schnappen die. Ja, wieder ohne Vorgaben. Wieder alles gut. Gute, souveräne Mannschaft in der Innenverteidigung und in dem Rechtsaußen und Linksaußen. So, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Spieltag. Bis dann und haut rein und schau, sagt Berliner Pegel.